Was geht ab, Leute? Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um 7 Verbesserungsvorschläge für Summoner's War. Von unserer Community aus, auch von mir aus, sind ein paar Vorschläge gekommen. Und genau, wie gesagt, ich habe meine Community gefragt, was sie denn gerne verbessert haben wollten, beziehungsweise, oder was sie neu gerne hätten in dem Spiel. Einfach, um das Spiel ein bisschen interessanter zu machen. Und genau, der erste Vorschlag kommt auch direkt von mir. Die Droprate der kondensierten Kristalle in den Riftbiestern erhöhen / anpassen. Und genau, also ich finde zumindest mal, ich habe das jetzt hier auch mal gelockt mit meinen Riftbeast Runs zum Beispiel, wie man hier sehen kann. Und zwar habe ich hier insgesamt 2,7k Kristalle, also kondensierte magische Kristalle bekommen, im Vergleich zu den Elemental, die ich jetzt zusammenrechne natürlich. Das sind 1,9, 1,7, 3, 6, 1, 4, 5, das sind knapp 7k Kristalle, die ich gefarmt habe in diesen 513 Runs. Und ich habe nicht mal die Hälfte dieser Kristalle zusammengerechnet an kondensierten Kristallen bekommen. Also das sind gerade mal so 45% oder so. Finde ich schon sehr, sehr wenig. Da sollte die Rate noch ein bisschen angepasst werden, weil halt eben die kondensierten Kristallen auch für Crafting Materials zum Beispiel, wenn man Runen craften will, auch sehr, sehr viel eingenommen werden. Also man sollte entweder A, die Rate anpassen von den kondensierten Kristallen oder beim Crafting von den Magieboxen und von den Runen vielleicht die Anforderung ein bisschen runtersetzen, statt 150 kondensierte Kristalle auf 100 runtergehen, statt, ich glaube, 60 Kristalle waren es beim Craften. Wir können aber gleich nochmal kurz drüber schauen, oder wir schauen einmal jetzt kurz drüber. So, genau, also man braucht 60 kondensierte Kristalle, um eine Fight-Rune zu craften, 5 bis 6 Sterne. Und ich finde meiner Meinung nach viel zu viel von der Rate her, wie man sie gedroppt kriegt. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier 1280 Feuerkristalle und ich müsste so viel andere Dungeons farmen. Und ich habe halt Kristalle im Überschuss, dass ich auch kondensierte Zauberkristalle bekomme, um Runen zu craften. Und genau, das ist halt so ein bisschen der Punkt, zumal auch man hier natürlich auch 5 und 6 Sterne Runen bekommen kann. Das führt uns auch direkt zum nächsten Community-Vorschlag. Und zwar hieß es hier Only 6-Star Crafts, also Runencrafts. Bin ich auch der Meinung, wenn wir schon beim Thema Runen sind, dass wir hier auf jeden Fall jetzt keine 5 bis 6 Sterne Runen craften können, sondern ausschließlich 6 Sterne Runen, weil die viele Spieler, die auch schon im Late Game und so weiter sind, die interessieren diese 5 Sterne Runen halt auch nicht mehr. Gerade auf Slot 2, 4 und 6. Auf 1, 3 und 5 könnte man noch für den Speed Chase gehen. Aber das war es dann auch. Man müsste schon die 6 Sterne Runen haben und die höhere Effizienz an Stats haben natürlich. Durch die 12er Dungeons ist das natürlich ein bisschen hochgerutscht. Dieses, sag ich mal, dieser Standard von uns, dass wir dann 6 Sterne Runen auf jeden Fall haben möchten. Und beim Craften wäre das, glaube ich, hier auf jeden Fall auch der richtige Sinn, meiner Meinung nach. Vielleicht die 5 Sterne in die mittleren reinpacken, also dass man hier 4 bis 5 Sterne machen kann und hier bei den hohen Runenfertigungen dann halt nur noch 6 Sterne Runen craften kann. Das wäre zumindest mal mein Vorschlag. Oder man macht einen extra Tab hier nochmal rein mit extra hohe oder sowas, dass man hier auf jeden Fall nur 6 Sterne Runen craften kann. Und das wäre mir persönlich am liebsten. Ich denke, der Großteil der Community sieht das auch so, dass halt einfach 5 bis 6 Sterne Runen zu craften macht nicht viel Sinn. Man macht es immer noch, klar, man kriegt halt auch doppelte Essenzen und so weiter, um die Runen zu craften, ja. Aber es sollte sich schon lohnen, die Runen zu craften. Da sehe ich auf jeden Fall eine 6 Sterne Rubrik. Man, wie gesagt, durchs Runencraften für Fight bzw. Determination Runen, ja, man bekommt auch doppelte Essenzen in den Riftbeastern zu gewissen Zeiten, immer so um das Jahresevent immer, kriegt man ja so einen Monat, wo man dann am Wochenende immer doppelte Essenzen farmen kann in den Riftbeastern. Aber das sind auch nur zwei, wenn dann, ich glaube, 4 Tage insgesamt, also Samstag, Sonntag ist das immer. Und das sind halt 4 Tage im Jahr, wo es halt auch nicht so viel Unterschied macht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn halt zu einem die Essenzen erhöht werden und natürlich auch die 6 Sterne Crafts eingeführt werden in nächster Zeit. Genau. So, dann kam ein nächster Kommentar rein vom guten Kruko. Der vorherige Kommentar mit Only 6-Star Crafts kam ja vom guten Jus. Und zwar fände es auch cool, wenn man Runen marken könnte, damit man sie später schneller findet. Dann kam mein Kommentar darauf hin. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Was ich auch cool fände, wäre Runenkategorien zuzuweisen und dann einfach auf die Kategorien zu klicken. Wenn ich zum Beispiel eine Bomber-Rune bekomme und die rollt gut, dass ich dann einfach sage, die Rune hat jetzt die Kategorie Bomber. Und wenn ich dann einen Bomber runen will, einen
ein Malaka, ein Sian oder irgendjemand anders, dann klicke ich einfach auf die Kategorie und habe alle Runen, die zu dieser Kategorie gehören. Also ich habe das so ein bisschen, was er mit den Runen markieren gemeint hat, ein bisschen weitergetrieben in den Bereich Kategorien. Und das finde ich auch, also sollte man eventuell einführen. Also ich sehe da auf jeden Fall Sinn dahinter, finde ich zumindest. Ihr könnt ja eure Meinung gerne mal zu diesem Kommentar extra da lassen im Chat. Und natürlich auch eure Ideen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Ideen für Summoners so habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare rein. Und ja, was ihr so für Ideen und Vorschläge habt. Genau, und zwar gibt es hier jetzt das Runenverwaltungssystem und ich denke, man kann hier locker noch einen Punkt einfügen, wo man dann die Kategorien auswählen kann, statt Haupteigenschaft vielleicht noch Kategorie mit Subeigenschaft, dass man das auch nochmal kombinieren kann zum Beispiel, oder was man hier auch machen könnte, dass man zum Beispiel Runen aussucht, die keinen Speed haben. Man kann ja nur suchen, die das und das haben, aber vielleicht möchte ich auch Runen suchen, die das und das nicht haben, zum Beispiel keinen Speed, zum Beispiel um Runen auszusortieren. Das wäre auch nochmal ganz gut, dass man hier zum Beispiel noch Non-Speed oder Non-HP-Percentage auswählen könnte, um einfach einen besseren Suchfilter auch hier in dem Bereich zu haben. Das ist jetzt nochmal eine extra Idee von mir hier. Das sind normalerweise nur 7, aber ich erwähne das hier jetzt nochmal kurz, weil das vielleicht auch nochmal wichtig ist, um es einfach angenehmer für die Anwender zu gestalten. Genau, ja, so viel zum Thema Runen. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt und zwar sind das Belohnungen. Hier haben wir einen Kommentar von guten Dugi bezüglich der Belohnung und zwar Worldboss Belohnungen verbessern. Genau, das habe ich in meinem letzten Video auch schon mal angesprochen, in meinem Spawnform Guide, wo man die Drop Rates sehen konnte von dem Ganzen hier. Und wie auch schon dort erwähnt, ich kann euch das ja gerne nochmal zeigen und zwar hier unter Swarform, dann unter Dungeons und dann kann man hier auf den World Boss klicken und wenn man hier dann drauf geht, sieht man auf jeden Fall hier ganz hinten, also man sieht die Auflistung, das hängt jetzt ein bisschen, weil das gerade alles rendert und so weiter, genau, dass man hier einfach sieht, die Drop-Chance allgemein sind nicht so hoch, gerade auch für 6 Sterne, man sieht sogar bei Triple S kriegt man weniger, also die Chance ist geringer auf 6 Sterne Runen als beim einem Doppel-S und genau, dass man da einfach die Slots, die man bekommt, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein World Boss Run machen würde, dass man bei den Slots, die ich jetzt kriege, also nehmen wir an, ich hätte 9 Felder frei in meiner Belohnungstruhe und dass man zum Beispiel die ersten 3 Felder sagt, okay, da können Essenzen oder Mana kommen oder die ersten 2 Felder kommen Essenzen, Mana, die nächsten 2 Felder kommen Essenzen, also die ersten Felder Mana, die nächsten 2 Felder Essenzen und dass dann die restlichen 4 oder 5, sag ich mal, Plätze dann für andere Sachen belegt sind. Das heißt, dass man overall begrenzte Sachen bekommt und so die Belohnung an sich schon erhöht, weil man muss die Rate ja nicht wirklich erhöhen, wenn man jetzt einfach nur die Plätze begrenzt. Hier seht ihr, hier in der Truhe passen 9 Sachen hin, vom Layout her, ne? Hier wäre noch Platz zum Beispiel für ein Item, dass man jetzt sagt, okay, die erste Reihe sind Mana Essenzen, die zweite Reihe sind Runen und Runenstücke oder sowas und die oder Runenkristalle oder so und die letzte Reihe sind sowas wie Schriftrollen, Devilmons, LD-Pieces, Legi-Pieces, dass man das so ein bisschen begrenzt, dass man auf jeden Fall immer irgendwas von irgendwas bekommt. Also man bekommt immer Mana, man bekommt immer Essenzen, man bekommt immer Kristalle und man bekommt immer eine Rolle. Das ist so die 4 Sachen sind, die man immer bekommen kann. Und je nachdem, wie lucky man ist, dass natürlich dann noch die anderen Sachen dazukommen. Also dass man den Platz, den man hier in der Kiste hat, auf Sachen begrenzt, dass man nicht nur Mana bekommen kann. Weil manchmal sind hier auch 6 Mana-Felder drin, zum Beispiel hier, dass ich dann hier überall 10.000 Mana habe oder so. Oder hier 5 oder 4, 3, 4 Runen habe, die 4 Sterne sind, dass man es einfach begrenzt und nicht so viel schlechtes Zeug auf einmal bekommen kann. Sondern dass man es begrenzt und allgemein so eventuell die Rewards ein bisschen anhebt. Und ich denke, das wäre ein guter Schritt, was das Reward-System angeht. Dass man auf jeden Fall garantiert Sachen bekommt. Und genau, so viel zum Weltenboss. Das wäre zumindest mal mein Vorschlag. Wie gesagt, ich finde halt Meckern nicht immer gut, sondern man sollte auch eine Lösung parat haben. So ein bisschen Gedanken machen, wie könnte man Sachen lösen und so weiter. Und deswegen kommen hier auch meine Lösungsansätze natürlich in einem Video, auch werden dann auch erwähnt und so weiter. Und genau, der nächste Punkt statt Worldboss-Belohnungen wäre dann noch, ja, wir haben es schon angepasst bekommen, und zwar Theorie Hard, und zwar ging es hier diesmal um den Turm der Prüfungen.
Genau, hier hat jemand geschrieben, das hat keiner geschrieben, sondern das kommt von mir selbst, dass einfach die Theorie Hellbildung angepasst werden sollten, weil es ist schon sehr, sehr knifflig, die Stufen zu machen. Wenn man sich hier die Belohnung nochmal anguckt, eine mystische Schriftrolle für jede Stage, für 5 Sterne kriegt man 2 Kristalle. Wenn man hier dann so ein bisschen drüber guckt, alles über 20 Sterne, dann man kriegt 50 Kristalle. Okay, aber da könnte man vielleicht nochmal extra was dazu bekommen, dass das vielleicht sich steigert pro Stage, dass man dann 50, 60, 70, 80, 90, 100, dass das einfach akkumuliert zusammen und man einfach mehr Kristalle overall bekommt oder vielleicht noch zusätzlich Sachen dazu, vielleicht dann für jede weitere zweite Stage oder so noch eine mystische Schriftrolle, wo man kriegt ja schon eine Schriftrolle für jede Stage an sich, aber dass das Belohnungssystem hier nochmal angepasst wurde, bei Hard wurde das ja auch nochmal angepasst, dass man dann eine All-Attribute am Ende bekommt mit dem letzten Patch. Und da sollte Hell auch nochmal angepasst werden in Bezug auf die Zeit und natürlich auch den Aufwand, den man betreibt, um diese Sterne zu erreichen, weil man muss auch gewisse Monster umruhen, um dann auch gewisse Stages zu machen. Also zwischen BK, GK und dann noch TOA Hell. Also es ist schon ein gewisser Aufwand, wie ich mitbekommen habe von einigen, dass sie die Monster umruhen müssen, um gewisse Stages dann zu machen mit gewissen Monstern. Und genau, ich finde den Aufwand, den man hier betreibt, um die Sterne zu bekommen, sollte auch natürlich etwas besser belohnt werden, meiner Meinung nach. Genau, das ist zum Thema Belohnungen. Einmal der World Boss und einmal TOE Hard. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, zum siebten Punkt. Das geht so mehr in die Kategorie Fun. Und zwar ist das vom guten Michi aka Rindu hier. Und zwar hat er geschrieben, er hat mehrere Sachen jetzt auf einmal geschrieben. Ich bin jetzt auf das hintere eingegangen. Gute Balance Patches. Gut ist immer, ne? Immer, sage ich jetzt mal, von einem selbst gesehen, ob der Patch gut ist oder nicht, je nachdem, ob er die Monster hat oder nicht. Dann ATA-Modus mit Freunden, so ähnlich wie Pokémon, und einen Non-Pay-to-Win-Modus ohne Runen, sondern mit Default-Stats, die jede Unit einzigartig hat und man jede Unit spielen kann, was es gibt. Die Pokémon-Idee hatte ich mal in einem Contour-Stream erwähnt, wurde vom Chat sehr gehypt, aber nicht vorgelesen oder recognized. Genau, hier wird es auf jeden Fall vorgelesen und recognized. Die Idee an sich finde ich ziemlich gut. Ähnlich wie so ein bisschen dieser Scheinkampf auch, würde ich jetzt mal behaupten, dass man die Monster spielen kann, die man selbst nicht hat. Sieht man ja hier, haben sie jetzt ein bisschen eingeführt, man kriegt ja auch Belohnungen und so weiter. Aber ich finde es tatsächlich nochmal besser, wenn man tatsächlich, wie er geschrieben hat, einen Modus hat, in dem man alle Monster zur Verfügung hat, die man testen möchte und einfach mit denen spielen kann, die dann vorgefertigte Stats haben oder so. Und man einfach mal gegeneinander kämpfen kann mit einem Kumpel, mit Monstern, die man vielleicht selbst nicht hat, um einfach ein bisschen auch Spaß an dem Spiel zu haben. Man bleibt ja dann auch in dem Spiel drin. Währenddessen kann man ja noch Auto farmen und so weiter. Und vielleicht hebt es einem ja auch nochmal den Spielspaß. Und ja, genau, das würde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr herzlich empfangen, wenn das in Summoners War irgendwann mal integriert wird. Das ist jetzt eine neuere Idee. Die anderen Sachen sind ja eher Verbesserungen gewesen. Und genau. Das war's dann auch zu den 7 Ideen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir können gerne öfters mal sowas machen und einfach mal Ideen sammeln. Vielleicht sieht das ja der eine ein oder andere bei Come2Us Mitarbeiter. Wer weiß, ich weiß nicht, wer sich dieses Video hier alles anschaut. Aber wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch die Ideen gefallen haben zu den Problemen, beziehungsweise zu den aktuellen, ich würde jetzt nicht sagen Problemen, sondern zu den aktuellen, wie es aktuell gehandelt wird in Summoners War, mal die Lösungsvorschläge von meiner Seite aus. Ich streame immer Montag, Mittwoch, Freitag auf twitch.tv/somethingwrong ab 19 Uhr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und noch einen schönen Tag. Ciao.